bist ein Unikat. Du brauchst auch kein Platz in den Charts. Du brauchst kein Management mit Vorschriften und Plattenvertrag. Du machst einzig und alleine nur Musik für dich selbst. Du bleibst du, nein, du wirst ganz klar, du scheiß auf das Geld. Ich halte den Kopf immer nach oben und den Blick in Richtung Horizont, damit ich stets bereit bin, falls zum Donner auch noch Regen kommt. Auch ich habe gebetet dafür, dass ich nicht draufgehe. Ich hab von Namen, doch bin lange nicht so stark, wie ich aussehen. Glaub's nicht, jedem Traum, der immer lächelt beim Reden. Halt deine Augen auf, den Mund geschlossen, sehe das Leben. Ich habe wochenlang geschwiegen, um mich weiterhin zu rüsten. Nur um zu erfahren, wie laut das wird nicht sein kann, wenn man flüstert. Verstehst du, es ist nicht nötig, dass du immer ruhig und sachlich bleibst. Lass deine Vergangenheit liegen, doch glaub mir, der Abbruch zeigt. Das geht nicht ebenso von heute auf morgen. Es wird ein weiter Weg mit viel Ballast, doch auch Kummer und Sorgen. Es ist nicht immer leichter, hast du recht, das hab ich auch nicht angezweifelt. Tränen laufen langsam herunter, du willst das Handtuch schmeißen. Bevor dein Vater ging, vertraute er dir an. Es ist nicht einfach draußen, du bist jetzt der Mann, reiß dich zusammen. Es ist der Tag seiner Beerdigung und er kniet vor dem Grabstein. Unterdrückt die Tränen, weil er versprochen hat, er würde stark sein. Kommt nach oben und dann sieht er in die Augen dieses Pastors, der ihm jetzt den Brief umschlag gibt mit den Worten seines Vaters. Junge, ich war immer stolz auf dich, jetzt beweis mir, was in dir steckt. Ich wusste, dass aus dir was wird, mein Sohn, ich hab auf dich gesetzt. Das Bild von seinem Vater ist ein Schlag in seine Wunde. Sieht die Tränen, wie sie laufen und daran geht er zugrunde. Seine Mutter, seine Schwester und er bilden die Familie. Er ist 14, sie ist 3, er ist zu jung, um zu verdienen. Und die Mutter schleppt die Kinder jeden Tag zum Therapeuten. Und sie fragt ihn, was die Schreie ihres Sohnes das bedeuten. Er redet nicht, er isst nichts mehr, er lächelt nicht, er sitzt nur da und hat anscheinend auch vergessen, welcher Mensch er früher war. Erzählt dem Arzt die Story, dass der Vater nicht mehr lebt und der die Kraft nicht hat, um weiter so zu tun, als nichts gewesen wäre. Er ist ängstlich und weiß nicht mehr weiter. Nimmt den Strick und er steigt auf die Leiter. Bevor du urteilst, sag, wie es sich anfühlt, wenn dein Leben auf einmal zusammenfällt. Es ist 23 Uhr und es klingelt an der Tür. Seine Mom hält seine Schwester auf dem Arm und ist verwirrt. Déjà-vu, sie trägt die Klinke nach unten und sieht die Polizei. Beide sagen mit gebrochener Stimme, es tut uns leid.